Motoren kommen auch zu Fahrzeuge hoch, genauso wie die Batterien. Wir hatten ja, letzte Nacht sind wir ja außen rum gerannt, gell? Also könnte ich ja das hier zumachen. Ich meine, ich habe jetzt da hinten noch einen Weg gelassen, da könnte man ja hier... Warum sind Motorwerkzeugteile bei Autos dabei? Da wusste einer nicht, wohin damit. Welche Teile? Motorwerkzeugteile. Kann Sinn, dass ich die Ringe geräumt habe, aus Versehen? Third Base ist immer clean. Du hättest aber auch einen Eingang lassen können noch, dass wir auch wieder rein können. Wir haben hinten einen, hinten rum. Da sind wir gestern rein. Da sind wir gestern rum. Da habe ich halt hinten auch schon Spikes. Ich will halt gucken, dass ich halt diese Fläche, die hier drinne ist, noch irgendwie zubauen tue. Ja. Und hier außen rum, weil die sind da, wo du jetzt ungefähr bist, von da sind die gestern, ja, gestern war es am meisten gekommen. Dass wir das hier vielleicht noch irgendwie gucken, dass wir das hier noch besser zubauen. Okay, hier hat man jetzt gerade einen ganz schmalen Weg, aber ich meine, wenn du aufpasst, kommst du hier durch. Das ist... Die haben uns ja, wir hatten nämlich auch gestern schon Sprenger, gell? Die haben uns ja gestern ja hier fast alles weggebombt. Und da kam ja nicht bloß eh noch, ich glaube, das waren 5 oder 6 Stück. Wir haben noch genug Holz hier, wir haben noch über 3000 Holz hier. Ja, die Sprenger, die sind schon kacke. Ja, und deswegen habe ich ja schon angefangen, hier draußen noch ein bisschen was hinzubauen und dachte halt, dass wir vielleicht hier drinnen, hier rum noch was rumbauen. Das kannst du halt eben, ach, mal ganz kaputt machen. Für 2, verdammt. Ah, 2 Hefte noch, scheiße. Für? Die Handfeuerwaffen. Die Handgun-Magazine. Wenn man das mal ohne Probleme mal 2 übereinander kriegen könnte. Manchmal geht's nicht. Also mit dem Bauenprinzip her, das finde ich auch teils richtig seltsam. Ja, das stimmt. Da stehst du ja da und das eine Mal klappt und dann klappt es gar nicht mehr. Ja. Da komme ich zum Beispiel hinten gar nicht ran. Ich will mal zum Händler. Wegen? Vielleicht hat er noch Zeitungen. Was kannst du denn dann herstellen? Magnum Stufe 3. Was hast du für eine Magnum? 1er. Ja gut, so viel Unterschied ist da auch nicht zwischen. Ich glaube, da ist schon einiges an Unterschied. Aber da bräuchte man 27 Zeitungen davon, damit man wenigstens eine Pumpgun Stufe 1 herstellen kann. Und die ist jetzt auch nicht so der Hit dann, ne? Das stimmt. Hat natürlich nicht. Ich weiß, er hat. Nee, gar nicht. Das war der David. Der hatte Unterhebel repartiert, Dingen. Stufe 5 oder was das war, ne? Ja. Boah, wie krieg ich denn das Scheißding jetzt hier weg? Jetzt hab ich hier so ein scheiß Stachelteil hingemacht und krieg's nicht weg wegen dem Gebietsschutzblock. Musst du den Gebietsstein oder so wieder aufheben? Na stimmt, den kann bloß der aufheben, der den hingesetzt hat. Wer hat den hingesetzt? Das weiß ich nicht. Ich hatte keinen gesetzt. Also drüben bei der Preis, ne? Und das ist hier an der Base oder wo? In der Hordenbase, ja.
Ach so, nee. Ich glaube, ich habe den hier vorne hingestellt an dem Lager, aber da hinten, nee. Ja, das ist nämlich genau, habe ich jetzt auch so eine hingesetzt, wo der scheiß Eingang ist. Okay, man kann drüber springen, es geht. Aber naja. Kann ich schon Electric Wires bauen? Warte mal. Stolperdrahtfürsten. Nein, nee, ich will ja Elektro. Kabelschaltung. Boah, ich kann die Dinger wirklich schon bauen. Ja, das wird zeitlich nicht mehr hinhauen. Na, wir haben es ja schon 14 Uhr, das ist halt das Problem. Gebaut und einsetzen und alles Mögliche, das weiß ich nicht. Ja gut, Elektrozaunpfosten ist ja klar, das betäubt die ja so lange ein bisschen, wenigstens ja. Erstmal. Dazu eine Klingenfalle. Da wäre schon wieder geärgert. Aber die Sache ist halt, wir sind mittlerweile so hoch, wenn du dann den Detonator hast, den wir definitiv dabei haben werden. Ja, da haben wir, wie gesagt, ja, letzte Nacht ja auch schon. Ja, Julian hat ja gesagt, als er alleine war, der hatte nicht einen Detonator und nicht einen grünen da. Das stimmt. Okay. Also liegt schon teilweise an mir scheinbar dann. Aber er ist ja jetzt auch mittlerweile schon Spielstadium 100. Das war ich zu dem Zeitpunkt ja auch um den Dreh. Und ich war noch drunter, glaube ich sogar. Unter 100. Und ich mache nichts. Ich bin eigentlich nur am Bauen. Und mache hin und da mal eine Quest. Ich komme ja drüben mit der Base immer noch nicht fertig. Das ist ja das, wenn alle 7 Tage ist, du kommst zu nichts. Du bist hier nur im Endstress. Das heißt, du brauchst jetzt noch jemanden, der sich kontinuierlich um diese Base kümmert dann. Diese Horden-Base. Definitiv 1 bis 2 Leute, die sich um Horden-Base und Munition kümmern. Kontinuierlich müsste sie dann aufgewertet oder sonst irgendwas verbessert werden, aufgewertet oder sonst irgendwas. Weil, wie gesagt, ich stelle Werkzeug her. Ich muss gucken, dass ich das andere Dinge hinkriege. Ich habe hier wenigstens schon mal ein bisschen rundherum ein bisschen verstärkt, dass der Garten wenigstens nicht mehr so in Bedrulle ist wie vorher. Die Wassersammler dann noch. Dann willst du ja nebenbei auch mal ein paar Quests machen, da kommst du ja auch kaum zu. Und dann ist halt wieder der Mangel da dran. Dann musst du halt noch die Kisten machen, weil der Kram, der muss ja auch irgendwo untergebracht werden. Also ich würde einfach sagen, dass wir jetzt für die nächste dann so einen Cube bauen. Auch wenn Size nicht der größte Fan von den Cubes ist. Du kannst dir aber den so bauen und einrichten, wie du den benötigst und materialschonend. Achso, mit rundherum, mit diesem rundherum, diesen, ja, ich weiß, wie du meinst, Cube. Da haben wir ja ganz am Anfang oder was, wo wir dazu kamen, da den ja auch mal gemacht. Rundherum tausende von Stacheln, ne? Ja. Dann, dass im Cube auch Strom ist, Lampen, später Anlagen. Vor allem, ja, wenn du so einen Cube hast, wo du vielleicht auch Beton und alles ein bisschen mit drin hast, dann kannst du, wenn die klein genug ist und jemand dafür beauftragt ist, auch während der Nacht dort reparieren, falls die komplett vordrängen sollten. Was im besten Fall nicht so ist, aber Tag 56 mit so vielen Spielern habe ich noch nie eine Blutmondnacht gespielt, bin ich ganz ehrlich. Warst du bei der letzten dabei? Ja, ne? Nee, gestern war sie nicht dabei. Gestern waren wir und da war Dorin mit dabei. Da waren wir auch 5 Leute. Ja. Die war Horror. Ja, die erste war aber Nico mit dabei und sie, glaube ich, ne? Ja. Genau, die erste. Was wollte ich sagen? Die erste war, genau. Ah, okay. Ja, mit den paar Mann war das okay, klar. Gestern war Horror.
Das war der absolute Horror. Ja, Klapperschlange, wenn ich dich sehe, bringe ich dich um. Halt am besten die Fresse. Ist gut, das brauche ich. Ich habe mal 50 Reparaturkits in Auftrag gegeben. Die brauchen wir ja auch permanent. Das stimmt. Nein, darunter will ich nicht. Hier, ich hab deine Freunde gefunden. Ah. Hast dafür gesorgt, dass sie jetzt die Fresse hält. Ja. Die kleine Miese. Billige. Billige. Was war das denn jetzt? Oh, 7 von 7, das ist doch geil. Warte mal. Jetzt haben wir jetzt aber bloß einen ganz schmalen Gang, aber naja. So, ich denke mal, solange wir nicht betrunken sind, dürfte es gehen. Mhm. Und dann geht's. Oh, okay. Hat der noch Minen hier? Eventuell. Na gut, da fährt ja auch einer übelst drauf, gerade hier mit dem Moped, also würden ja keine Minen mehr sein. Hier oben wäre auch ideal, ne?
Muss halt verdammt gut auf Geier aufpassen. So, hab ich denn jetzt soweit alles? Ich hab Munition. Überleben wir easy. Ne Klö. Gleich 5 Sekunden später tot. Reparaturkits lege ich mal in Elektrikbaustoffe. Ja klar. Ne klar. Fertig die 50 Dinger oder was? Es waren ein paar fertig. Ob alle fertig waren, weiß ich jetzt nicht. Ne, sind noch ein paar, sind noch 12 in der Mach. So, okay, ich tue jetzt mal mein Zeug, was ich nicht brauche, ganz in die Kiste ganz unten rein. Also, was ich immer so dabei habe, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Okay, wenn ich das drin habe, das ist okay. Mein Mobby stecke ich ein. Jemand noch Spikes oder so? Und schon Spikes hingestellt? Ich stell gerade meine hin. Ich habe jetzt noch welche in der Mache. Okay. 90 sind schon fertig. Ich habe Eisendinger gemacht. Da sind ein paar fertig. Irgendwo eine Schmiede, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob wir hier noch welche hinmachen, weil hier sind sie letzte Nacht halt auch sehr oft durchgekommen. Hier und da ganz hinten, da wo unser Eingang ist. Da waren sie halt sehr oft. Müssen wir unser Bett auch wieder mitnehmen? Ja, eigentlich nicht. Hallo Laura! Aber gestern mussten wir unser Bett mitnehmen. Oh, wir sollten eine Tür bauen noch schnell. Eine Tür. Ja. Eine Eisentür habe ich noch. Laura, es waren 2 Minuten später. Oder brauchst du eine Doppeltür? Wir haben hier überhaupt keine Türen mehr. Ja, die haben die alles erschossen gestern. Die haben das so alles erschossen? Da oben ist heute aber noch 3 Türen nochmal hingesetzt. Okay. Oben. Unten jetzt nicht, aber oben habe ich 3 Türen, glaube ich, nochmal hingesetzt. Ich hätte auch gerne welche unten. Also eine Eisentür habe ich noch. Die bringe ich mit. Ich bin um Wisch. Wein doch nicht gleich, Laura. Wir sind ja voll im Stress. Will mich Laura schon wieder verprügeln, die Aggressive. Ja, ich habe schon welche in Mache, aber da sind halt nur die Dinger gerade dran, ne? Ich hatte schon wieder einen Endstress hier. Was ist denn da mache? Die Türen? Ja. Diese Rohrbomben. Aber die dauert noch was. Das werden wir, glaube ich, zeitlich nicht mehr schaffen. Du musst die Stacheln abbrechen, Julian, wenn du unten noch bist. Ich bin an der Blutmond-Base. Scheiße.
Ich suche gerade einen Ingang, ich finde hier keinen Ingang. Ja, komm mir einer mal entgegen schnell, dann muss ich zurück. Da, wo wir gestern rein sind. Da, wo wir gestern rein sind. Ah, okay. Irgendeiner, hallo. Bei den Eintracht. Ja, was denn? Ah, du bist da. Dann halt nicht. Komm mal, Henke. Was? Komm mal. Ich muss schnell zurück, ich muss die Dinger abbrechen. Weil sonst schaffen wir das zeitlich nicht mehr. Hier bin ich. Ja, muss Laura und selber. Ja, wie gesagt, bei den Ehen, da müsst ihr ja vorne drüber springen, den hab ich aus Versehen hingesetzt, den hab ich nicht mehr weggekriegt. Ey, kloppen. Geht halt nicht mehr, weil halt um das Dings ist. Wo braucht man noch Stacheln? Überall. Ich würde vielleicht hier so, wo ich hier die Ehenserreihe hab, hier, die Wand würde ich vielleicht hier so ein paar noch hin machen. Also dann eine zweite Reihe oben drauf oder halt eine Reihe vorne dran, kann du auch machen. Also so? Entweder so oder halt oben drauf. Das ist eigentlich, denke ich mal, egal. Oben drauf kann ich so nicht. Das ist immer beschissen, da oben drauf machen, das ist wirklich... Da musst du echt schon dafür studiert haben. So, hier kann ich ja auch zumachen, wir haben da hinten ja den Eingang, ne? Ich hab zur Not 8 mal Honig einstecken, 6 Reparaturkits. Erinnert mich mal dran, dass ich hier Dings machen muss, noch Medizin demnächst. Alles klar. Weil wir sind nur 3 Verbände drin. Ah, du geht, du hast eh sie nicht zugemacht. Was? Wo gehen wir denn rein? Ja, freue ich mich auch gerade. Du hast gerade den Eingang zugemacht. Den ich offen gelassen habe. Da war schon eine Eisenstachelfalle, da habe ich... Ja, vorne nix. Die eine, ja, da habe ich gesagt, die habe ich aus Versehen hingesetzt, da müssen wir drüber springen. Okay, dann haben wir jetzt ein Problem. Ja. Aber da sind wir gestern doch gar nicht drin, oder? Ja, sind wir gestern rein, doch, wir sind hier gestern rein. Wir sind auf der anderen Seite drin. Nein, wir sind da rein. Das ist halt jetzt überall zu. Ja, weil. Dann nehmt euch ein paar Rahmenteile und sowas. Ja, will ich gerade holen. Ich habe halt meine. Kann man ja zerschießen, ist ja nicht das Problem, wenn sie nicht kaputt gehen oder so. Das sollte man ja zerschießen können irgendwie. Wenn es ja ganz normale sind, ohne dass die aufgedingst sind, kannst du sie ja mit ihr aufheben. Ja, oder so, ja. Wir sind 56, glaube ich. Ich warte nur eben in den Türen. Die Doppeltür ist fertig. 3 Minuten 50. Haben wir noch so lange? Anderthalb Stunde haben wir jetzt noch im Game. Ja, Einzeltüren schaffe ich sonst nicht. Wie gesagt, ich habe Doppeltür jetzt. Die kann ich schnell rüberbringen. Einzeltüren wird dann nicht funktionieren. Eine Einzeltür habe ich noch. Machst du noch Rahmendinger, Dave? Oder... Ja. Oh, das ist scheiß. Mann, diese scheiß Gebietskacke hier. Darf ich den mal bitte da draufstellen? Kleiner, mieser Blödsinn. Ist da jetzt noch drin? Also, wir haben hier auch noch ein paar Luftfilterminen, falls ich die setzen möchte. Wo ist Fräulein Annabelle? Im Haus. Welchen Tag seid ihr da, Laura? Ist jeder im Haus drin? Kann man die Blöcke, Also, ich bin drin. Ja, Doppeltür habe ich hier. Ist der Daddy eingesackt? Ich wollte doch... Och, Mann, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich echt egal, ob da irgendwer setzt sie jetzt. Warte, ich habe noch hier, setze ich meine eine Tür, wo ich kann. Ich habe ja auch noch eine Tür. Wie sieht denn das aus mit den Minen? Sollen wir die auch jetzt noch platzieren? Wenn du es schaffst in der Stunde. Ah, hier ist die Doppeltür. Die will ich nicht. Die Doppeltür muss hier vorne rein. Ich versuche mein Bestes. So, hier ist zu, hier ist eine Tür. Ja, und hier setze ich die Doppeltür hin.
Hat jemand noch Holz stecken? So, Tür sitzt. Ja. Gar keiner mehr Holz? Ich schau noch drei. Ich hab gar nichts, ne. Die drei Rahmenformen. Ah, hätte ich ja eher gewusst. Ja, da hätte ich hier den ganzen Boden alles reparieren können. Ja, da, wie gesagt, nächstes Mal muss da viel, viel eher was gemacht werden. Ich habe auch gedacht, der hat dann alle 14 Tage oder so noch drin. Ich hab da ja auch nicht zugemacht. Wo? Ja, hier oben. Der oben war ich noch gar nicht. Ich bin hier noch voll außen dabei. Ich glaube, 92 seid ihr schon ungefähr, okay. Ja, wir haben ja so, ein Stück los. Ich habe jetzt hier in den letzten Tag nur erst angefangen. Ich mache jetzt nach außen auch zu, Leute, ne? Das bedeutet, wir sind jetzt im Haus gefangen. Ich glaube, ich habe vielleicht noch Holz im Inventar. Ich bin mir aber nicht sicher. Ihr habt nicht mehr weitergemacht. Bald macht ihr weiter, okay? Ich kann noch 8. 8 Holz habe ich noch. Und ich habe noch 3 Blöcke, die ich hier setzen kann. Wolltest du draußen bleiben, Tamara? Oder ich würde mich hier zumachen? Ja, ich komm. Ich habe noch 8 Holz. Zardox, lege ich dir hin. Ich habe noch 8 Holz. Das ist süß. Ja, Zardox. Wo ist es denn hin? Ich hab's das ist niedlich. Ja.